So, meine Lieben, wir sind zurück. Unseren Protagonisten, den Arthur, den müssen wir wahrscheinlich erstmal noch wecken. Der hält hier ein Mittagsschläfchen und guckt mal an, Leute, wir sind hier umgezogen. Ja, wir haben das Camp wechseln müssen. Das wurde uns halt zu heiß, ne? Der Dutch zieht uns hier immer in irgendwelche Dinger rein, beziehungsweise, ja, irgendwas müssen wir ja hier machen. Und ja, die ein oder andere Schlawinerei haben uns die Pinkerton-Agents nicht verziehen und sind uns halt dicht auf den Fersen. Und aus Sicherheitsgründen sind wir jetzt mal umgezogen. Problem ist, wenn wir mal auf die Karte gucken. So, wir sind jetzt hier am, wie heißt das? Clemens, am Clemens Point. Grüße an meinen Kumpel Clemens an der Stelle. Und das ist natürlich, guck mal, Rhodes ist in der Nähe. Ne? Ich sehe hier aber zum Beispiel keinen Pferdestall. Ne? Also, ich weiß nicht, ob man sich den hier erarbeiten muss. Ne? Markierung setzen könnten wir mal machen. Aber naja, ist das kein Stall. Das heißt, wir müssen eigentlich, das war hier, Moment. Ich muss uns hier mal Valentine suchen. Guck mal, und wir waren vorher hier am Horseshoe Creek, ne? Also hier Horseshoe Overlook, nicht Creek, sondern Overlook. Das war unser altes Nest, ne? So. Das heißt, wir haben eigentlich in Valentine haben wir hier einen Stall. So, und da steht unser Blitzki drin. Den hatten wir panisch, wie wir sind, aus Sicherheitsgründen umgestellt letztes Mal. Ja, also im Stall geparkt und ja. Dann haben wir den Domino noch. So. Aber ich sag mal hier unsere Rotfüchse oder wie das ist. Ich muss gleich, ich habe gleich die genaue Bezeichnung. Wir können natürlich auch etwas schnelleren Schrittes zu unserem Pferdchen. So, und das kommt jetzt in den wohlverdienten Stall. Das hat uns also durch die letzte Folge getragen, durch die letzte Session, die wir allerdings nicht Tennessee Walker, also das hört sich schon so nach Alkohol an. So. Ja, ich würde mal sagen, LT, gestriegelt haben wir ihn eben schon. Wir sitzen jetzt einfach mal auf, ne? Und haben einen langen Ritt vor uns, ne? So. Ja, hier geht's lang. Komm, Mr. Walker. Ich weiß auch gar nicht, noch gar nicht, wie das so mit dem mit Hauptpferd und so geht. Ja, was wir wissen ist, wir haben einen langen Ritt vor uns. Das sieht noch relativ früh am Morgen aus und ja. Wer weiß, was uns auf dem Weg alles so widerfährt. Die Hauptmission ist Getting Blitzki back. Ne? Ja, sei froh, dass wir hier keine Jäger sind. So, hier geht's rum. Bei uns wissen die Tiere schon Bescheid, ne? Dass hier keine Gefahr droht und so von uns ausgeht. Ja, wie das jetzt mit Blümchen pflücken ist, das. Was geht hier ab? Ja, gut, da halten wir uns mal raus, ne? Also scheint ein Überfall zu sein. Ich weiß es nicht. Weiß auch gar nicht, ob das hier noch. Ich meine, das wird hier nach dem Bürgerkrieg spielen. Also Bürgerkrieg ist schon lange vorbei. Ich glaube, der Arthur hat da sogar mitgemischt, aber da müssten wir ihn selber fragen. Und der ist ja morgens nicht so redselig. Ja, Entschuldigung. Da muss ja wie schießen und aufpassen. Also wenn wir den jetzt gerempelt hätten, hätten wir wahrscheinlich wieder eine Anzeige. Ich habe sowieso das. Also denkst du immer Wilder Westen, aber wenn Red Dead Redemption nur halbwegs realistisch ist, wurdest du im Wilden Westen wegen jeder Kacke angezeigt. Wild pinkeln, wahrscheinlich direkt Galgen und so, Alter. Also soll jetzt mal nicht übermüdisch werden, ne? Vor allen Dingen hier nichts riskieren.
Die Gesundheit unseres Tennessee Walker liegt uns natürlich genauso am Herzen, wie es die von unserem Blitzki ist. So. Alles klar. Nee, Früchte brauchen wir nicht. So, jetzt ist die Frage, wie wir hier lang müssen. Da wir ja relativ gut geguided werden hier, muss ich auch nicht dauernd auf die Map zurückswitchen. Das ist ja ein bisschen umständlich beim Reiten, ne? So, genau. Also das habe ich auch noch nicht raus, wie man hier die Taste drückt. Ich vermute ja, dass es die A-Taste ist. Man kann es sich alles gar nicht merken, von wegen, wenn man im Takt mit dem Pferd galoppiert, dass man dann eine gleichmäßigere Taktzahl hat. Also, dass das Pferd dann auch nicht so schnell schlapp macht. Allerdings, ich möchte es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Und vielleicht reicht es ja auch, jedes zweite Mal zu drücken. Sporen geben wir jetzt hier immer uns noch nicht an die Schüchen. Ich hoffe, dass wir keine dran haben hier. So, hier müssen wir rum. Naja, ich freue mich ja schon ein bisschen auf unseren Blitzki, Alter. Der hat sich ja, der gehört ja mit zum Inventar. Und ich kann mich nur wiederholen. Die Postkutschen-Missionen, bin ich immer noch froh, dass wir die nicht aufgenommen haben, weil da war ich am Boden zerstört, als unser Blitzki auf einmal weg war. Also nur durch den glücklichen Zufall, dass wir noch einen Ersatzspeicherstand hatten, konnten wir Blitzki retten. Also zeigt mir, ich nehme für heikle Missionen nicht unbedingt mein Lieblingspferd mit. Oder mach die Mission dann einfach noch einmal, ne? Weil wir können uns dumm und dämlich bezahlen, sag ich mal, an Krankenhausgebühren, wenn uns selber was passiert, aber unser Pferd. Ja, das scheint ziemlich gleichmäßig zu fluppen hier. Ich tue jetzt also jeden zweiten Schritt, klopfe ich mit im Takt hier. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich auf Blitzki freue. Wenn uns, wie gesagt, wenn wir heil nach Wellenteilen kommen, ne? Kommt mir ein bisschen bekannt vor hier. Kann gut sein, dass wir schon am Stissel sind. Ja, der Berg da im Hintergrund kommt mir bekannt vor. Das hier aus. Ich bin ja immer noch, wir haben ja eine Schatzkarte und zwar, ich weiß gar nicht, haben wir die hier? Ja, ich glaube hier ist sie. Ne, hier. Hier ist sie. Chicks Schatzkarte. So, guck mal. Ne, das ist die falsche. Das war irgendein Astloch. Ne, was haben wir denn noch? Karte wieder öffnen. Ich glaube, die war das, oder? Karte der Jack Hall Bande, ja, genau. Guck mal. So, und da? Ja gut, da unten habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, ob das jetzt hinter Wellenteilen ist. Das kann man natürlich jetzt nicht sehen. So. Das wäre natürlich krass, ne? Wenn der Schatz da... Das ist ja vielleicht die Sache, ob wir das nicht mal... ja, genau. Ja, mein Gott. Schon haben wir hier wieder Stress an der Bagge. Ach, guck mal, das könnte nämlich auch sein hier. Ich würde mal sagen, nicht verzagen, Blitzki fragen. Den holen wir uns jetzt erstmal. Ja, die wollen von uns. Also gut, dann zügeln wir mal unser Temperament hier. Er hat sich schon wieder belästigt gefühlt von uns. Also hier muss er echt immer aufpassen. Der erste Schnorrer lässt bestimmt auch nicht lang auf sich warten. So.
Okay, jetzt gleich links rum. Der Stalle raff. Blitzki, wir kommen. So, hier einmal rum. Alter, wo führt der uns hier hin? Verarschung oder was? Hoch 10. Hier ist doch der Stall. Da. Klöps, da sind wir doch. Da wollten wir hin. Alter, was lässt der uns da noch eine Runde laufen? Krass. So. Ja, Sattel verlieren wir ja nicht. So, Pferde im Besitz verwalten. Wir möchten den Blitzki haben. Aufsatteln, ja. Supi, da haben wir unseren Blitzki. Klasse, Tennessee Walker bleibt in der Box zurück. Ja, und wir gehen mal zurück. Und haben jetzt unseren Blitzki wieder am Stisi. So, jetzt ist natürlich die Frage. Guck mal hier. Gucken wir nochmal auf die Map. Nee, wir gucken aufs Inventar. So, und bevor uns jetzt hier die Kutsche wieder dumm kommt, würde ich sagen, ach, guck mal, das Häuschen, das war aber letztens noch nicht so weit. Kann das sein? Als wir das letzte Mal in Valentine waren. So, pass auf, wenn das... Okay. Wenn das jetzt wirklich Valentine wäre, dann müssten wir ja... Dann müssten wir uns ja erstmal an der Kirche orientieren. Ne? Ja, das sieht auch fast... Ja, aber schön vorsichtig hier, ne? Damit wir hier nur ja keinen... Ja, wie gesagt, das Gelände haben wir uns noch nie so genauestens angeschaut. Aber mit Blitzki ist es ja kein Problem. Wir müssen nur gucken, dass er uns hier... Genau. Ich meine, den jetzt striegeln, füttern, wäre totaler Blödsinn, weil der hat es doch im Stall relativ gut gehabt, würde ich mal so mutmaßen. So, und es kann sein, dass wir hier auf der falschen Pferde sind. Altes Flussbett. Ja, was hier schon mal nicht stimmt, ist der Weg nach unten. Schaffst du den Blitzki? Alter, nicht, dass der uns hier abstürzt nachher und ja, Speicherstand. Dumm gelaufen. Ja, sorry, mein Freund. Also wir sind hier mal ganz vorsichtig, ne? Das sieht aber immer noch nicht wie die Teile aus, die wir suchen. So, machen wir mal schön zickzack hier. Ja, Alter. Also, wenn wir eins können, dann hier Blitzki schon. Hoffe ich mal. Ja, und hier unsere Schießknöpfe, die lassen wir besser auch in Ruhe. So, jetzt müssen wir nämlich mal hier gucken. Findet er das jetzt uncool? Wir sind natürlich wieder vollkommen fälschlicherweise hier dauernd die Hauptmap am Öffnen. So. Kirche da. Wegesrand da. Wir haben immer noch nicht genau geguckt, ob da diese Dinger sind. Na? Ach so rum. Mhm. Ja. An den kleineren Nüppel. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ja. Wir wissen es ja nicht. Wir haben es ja hier, so weit sind wir ja praktisch noch nie geritten. Ist halt die Frage, wenn wir hier ja nichts finden, finden wir ja vielleicht einen Dinosaurierknochen. Aber ein Schatz wäre natürlich schon cooler, ne? Also das, da gibt es kein Vertuch. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Das sind jetzt leider nicht...
So ganz die Felsformation, die wir uns gewünscht haben, ne? So. Morning, Sir. Ne, wir springen nicht zum Pferd, sonst haben wir direkt wieder Stress an der Backe. So, das wäre hier auch noch eine Möglichkeit, ne? Den Weg kennen wir ja auch noch nicht. Hm. Aber... Was ist das denn da hinten? So, also hier sieht es ziemlich mau aus, ne? So, wir werden jetzt natürlich hier mal... Sorry, Blitzki, ich wollte dich hier nicht allzu sehr quälen. Nee. Also da habe ich jetzt zwei Nüffel erwartet da hinten, diese Felsformation, die da so herausragt. Und außerdem passt das ja nicht mit Stadt und Kirche und so. Ja. Ist natürlich ein Ding. Da waren wir auf dem falschen, also ich gucke jetzt nochmal hier auf die Karte. So, so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Valentine, hier haben wir es vermutet. Ne? So, wir hätten Rhodes noch anzubieten und Strawberry. In Rhodes, da haben wir schon gesehen, ja, außer hier vielleicht, ne? Aber da müsste man ja auch gucken, wo die Kirche ist und wie das Felsgelände dahinter aussieht. So, hier in Valentine sieht die Sache schon... Ah, toll. Hm. Gut. Ich würde sagen, diesen markanten Punkt, den reiten wir hier noch ab. Und dann schauen wir mal, wo wir ein Abenteuer auf dem Weg finden. Beziehungsweise, ich würde jetzt gerne auch nochmal gucken, wie das hier mit... Ich hoffe, wir ziehen jetzt nicht dummerweise unseren Gold. Nee. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir hier Pflänzchen finden. Einstellung. Steuerung. Controller. So. Nee. Ist aber hier irgendwie, ist es nicht das, was wir möchten. Wie sieht das denn hier aus? Ist dasselbe, ne? Anzeige. Hut-Einstellung. Nee. Audio, Grafik, Kamera, allgemein. Nö. Dann scheiß mal drauf. Ich würde mal sagen, wir Spiel. Nö. Nee, dann also mich würde nämlich jetzt auch mal interessieren. Guck mal hier, Pflänzchen pflücken, ne? Ah, gut. Essen müssen wir die ja jetzt nicht. Schafgabe. Gesundheit. Benutze ein Lagerfeuer. Das ist jetzt halt die Frage. Cool. 6 von 6 Schafgarben gepflückt. Da müssen wir uns ja jetzt nicht mehr 4 Bärenarten. Okay. Können wir den Blitzki führen? Komm. So, eine neue Trapper-Ausrüstung haben wir auch. Und wenn wir hier weiter pflücken, dann werden wir noch zum Trapper. Das auf jeden Fall. Ne? Wir sind schon lustig. Jetzt ziehen wir ja durch die Prärie, Alter. Wahrscheinlich die langweiligste Western-Folge ever. Komm, das kriegen wir auch anders. Der Lazy, Alter. Aha. Guck mal da. Aber die sehen mir auch wieder nicht zu... Nee.
Nee. Die sehen jetzt irgendwie nicht so aus, wie man sie eigentlich vermutet hätte, ne? Also laut Map. Ich kann euch das gerne noch mal zeigen. Die Jack Hall Bande, so. Plöps. Ja, wenn man jetzt besser die Karten lesen könnte, ne? Hier. Man geht von da. Ja, hier ist gar nichts mehr verzeichnet. Ein Wegekreuz. Tja. Mir wie eine Landschaft aus. Naja. Singt er da selber oder was ist da? Nee. Umdrehen. Ja, das können wir mal machen. Nee, da ist aber, gibt uns nichts. Nee. Scheiße. Doof, dass die Jungs eventuell nicht schreiben konnten, weil ja, hätten ja mal ein bisschen notieren können, wo man da hinreiten muss, ne? Ungefähr. Naja, wir für unseren Teil suchen uns jetzt die Route. Ich würde mal sagen, schaden könnte es ja nicht. So, wenn wir uns jetzt erstmal einen Wegpunkt machen und mal da die Fühler ausstrecken, wo auch Quests sind. So, und da sehe ich im Moment nur eine, und zwar, wie es hier weitergeht beim Dutch. So, was haben wir hier? Clemens Point. Wir könnten mit Charles auf die Jagd gehen. Bisons jagen ist natürlich unsere allerliebste Beschäftigung, ne? So, ist natürlich gut. Ich würde aber auf der anderen Seite auch vorschlagen, auch wenn wir Tiere jagen scheiße finden, ja, es gehört zum Spiel, ne? Es ist eine Sache des Spieles und ja, Legendenstatus, ne? Dass durch die Gier der weißen Siedler und die Bison-Dezimierung die Bisons ausgestorben sind und die Indianer nichts mehr hatten, ne? Ja, und diese Großtat kann man natürlich dann hier im Kleinen nachspielen. Da sind wir natürlich gespannt. Wir reiten jetzt erstmal ins Camp zurück. Wir könnten natürlich gucken, ob wir hier mal zwischendurch ein paar Bären finden. Ja. Bin ich natürlich sehr. Guck mal hier. Was haben wir hier? Was ist das? Hallo? Kaktus? X? Nee, ja nicht. Lol, Alter, hier so schon so Phantom. Sind schon voll auf Kräutersuche hier, dass wir hier Phantomstauden. Kommen wir ihn jetzt pflücken. So, was haben wir hier? Ah, das können wir auch nicht, ne? Aber wir können unseren Blitzki können wir rufen. Komm, Blitzki. Nee, das ist er ja gar nicht, Alter. Nicht, dass uns den jetzt jemand geklaut hat. Da ist er. Aber jetzt Vollgas, mein Freund. Yeah, boy. Das schreit doch nach. Führen? Nö, komm, Blitzki, folgen. Kommst du? Kommst du mit, Minge Jung? Ja, macht er. Super. Ja, da hast du dir aber ein Botaniker-Herrchen ausgesucht, weil. Gleich geht es ja auch weiter. Wir machen jetzt nochmal hier so ein kurzes Blümchenpflück-Intermezzo für unsere Zuschauer. Und um uns natürlich selber auch zu beweisen, dass wir hier als Kräutersammler durchaus was taugen. Im Moment aber jetzt nicht ganz so, ne? Was haben wir hier? Ach, guck mal, Kaninje. Kaninje. Nee, das sieht aber hier scheiße aus. Ja, toll, aber wir haben Fortschritt gemacht, ne? Ausdauerfortschritt, das ist natürlich toll. Ja, das hat hier überhaupt nichts gebracht, ne? Okay, komm, Blitzki.
Einfach Ruf Let's go, aufs boy. Pony und ab jeder der Peter. So. Natürlich nicht zu schnell. So, jetzt sind wir hier wieder offen. Ich will immer noch wissen, Alter, ich glaube, wir haben hier Sporen dran. Was sind wir denn für Assis? Kann man die, also ich würde sagen, wenn wir im Camp sind, direkt mal die Umkleide bemüht und da mal nachgeschaut, ne? Wie wir die Sporen hier abmontiert kriegen. Geht ja mal gar nicht. Also es sei denn, wir haben Sadomaso-Blitzki, aber das sieht mir jetzt hier nicht so aus. So, dann denke ich mal, die Felslandschaft ist ja hier vorbei. Da würde ich fast sagen, wo sind wir? Das Gelände, in dem wir uns jetzt hier bewegen, das ist eben nicht so. Also dann eher Valentine, ne? Berglandschaft als hier, ne? Ich meine, wir waren noch nicht in Rhodes. Aber die Karte haben wir ja hier irgendwo aufgefischt und der Typ war ja am Suchen, bevor er nach Japan aufbrechen musste. Also die, die es durchgezockt haben, werden es wissen. Ich selber habe ja diese Folge nicht mitgeschnitten. Naja. Ich sag mal, ich habe hier auch nicht den Anspruch, das jetzt komplett zu machen. Das guckt auch keiner. Das kann ich von keinem verlangen. Aber immer mal wieder so beim Arthur vorbeischauen und die Story ein wenig vorantreiben. Das können wir natürlich gerne. Deshalb würde ich auch vielleicht sagen, apropos Story vorantreiben, vielleicht nehmen wir die Quest bei Dutch an. Weil irgendwie ist uns ja nicht so nach Büffeljagen. Ne? Bis jetzt sind wir ja auch mit Kräutern, bis hierhin sind wir doch mit den Kräutern ganz gut fit geblieben. Naja gut, man kann auch auf einmal die Geschichte nicht umschreiben und sagen, nee, die essen jetzt alle nur noch Blätter und Rinde. Was haben wir hier? Pflücken wir den? Nee. Hihi. Das interessiert mich natürlich jetzt auch brennend. Also wir haben das lang nicht mehr betrieben hier. Und ja, da ist natürlich. Was war das? Ach so, wir haben wieder Ausdauer bekommen. Das ist ja fein. So, nee. Hier könnte was sein. Nee, das heißt, in den Breitengraden ist dann wahrscheinlich. Ein Kopfgeldjäger oder was? Da. Ja, dann, nee, machen wir nicht. Blitzki. So. Ja, Hilfs-Sheriff wäre ja immer noch eine für die Altersvorsorge noch eine Option. Aber eigentlich sind wir als Outlaws ja ganz zufrieden. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen lukrativer, ne? Und wenn nicht, wie gesagt, an unseren Kräutersammler-Skills arbeiten wir. Ne? Wobei, ja. Weset nicht. Ne? Was ist das hier? Beeren? Was ist das für eine Strohungsaue? Ja, und das Pferd bremsen ist ja auch so ein Fall für sich. Ne? Der Blitzki ist ja manchmal gar nicht zu bremsen. So, das ist mal wieder. Ne, das war mal wieder nur so ein Pinkelbusch. Ja, ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Ne? Dreimal schnüdeln nicht vergessen. So, ne, wir müssen größer. Okay. Dann machen wir mal eben hier. Gut. Wollten das ein bisschen diskreter handeln, aber das hat die Kameraführung nicht erlaubt. Sommerhaus der Stars, ne?
Tempo scheint dem Tierchen auch nichts auszumachen. Solange man mit im Takt der Mucke und der Hufe mit den Sporen reindengelt. Da fällt dem Blitzki das nicht so auf, Alter. Dass wir den hier noch piesacken, Alter. Aber gut, Sporen und im Camp ankommen. Ey, was ist das denn für ein Häuschen? Das sieht cool aus. Das interessiert mich jetzt mal. Mein Papa hat mir letztens eine CD mit alten Dias und von Krefeld Altlin. Ja, und eigentlich ein schönes, also das rote Gebäude erinnert mich so an die Szenerie, die da halt, toll, guck mal, was ist denn das? Wieso kann man da durchreiten? Was ist das für ein Schuppen? Wird das Pferd da gewogen oder haben wir hier ein, ist das eine weitere Stallmöglichkeit? Partner? Ja. Okay, nichtsdestotrotz. Ja, hier siehst du auch keine Berge im Hintergrund. Ich muss mal eben gucken, wo wir sind. Ja, wir sind wohl in der Nähe von Rhodes, wie ich das jetzt so sehe. Ja, straight ahead to our Quartier. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, Berge haben wir hier in Rhodes nicht. Also würde ich sagen, könnten wir Rhodes schon mal ausklammern, ne, von unserer Schatzsuche. Aber erstmal hier ins Camp kommen. Und da die ja alle nichts zu fressen haben, ich meine, wir werden es ja... Das war nochmal Lemoine. Lemoine. Lemoine oder Lemoine? Sei schlau und bleib dumm. Okay. Ja, also da frage ich mich nämlich auch, ob das hier so wirklich so geheimnisvoll safe ist. Ich meine, das waren jetzt Zivilisten, das waren jetzt nicht unsere. Und wenn die da unweit unseres, ach so, versteckten Camps hier rumlungern. Guck mal, da sind wir nämlich schon. Schön am Flüsschen. Aber der Dutch wollte ja erst woanders campieren. Das haben wir dem ja ausgeredet. Ja, Vorräte, ich wollte schon sagen, Vorträge. Vorräte sieht ja auch ganz gut aus. So, erobert haben wir ja noch nichts. Da ist auch unser Domino. Der Jute. So, ein Domino können wir natürlich direkt ja, Info anzeigen. Wieso können wir den jetzt nicht streicheln und striegeln und tralala? Können wir das nur mit dem Blitzki? Voll gemein. Gucken wir mal. So, Blitzki, was ist mit dir? Untersuchen, RB. What you want, Micah? Nothing. Just saying thank you, brother. I can't call you brother, can't I? I think I like you even less when you're friendly. You're the first person ever told me that. Ja, Micah ist halt Micah. So, Pferdeinventar. Das brauchen wir nicht. Wir wollen mit Blitzki kommunizieren. Und zwar, ja. Sattel abnehmen. Was haben wir denn jetzt hier? Guck mal, ist das hier eine Bank oder was? Oder können wir hier irgendwas... Jetzt müssen wir mal gucken, was hier abgeht. Was haben wir hier? Javier. Einen Hof überfallen. Hm, ja. Wir brauchen ja eigentlich... brauchen wir ja Vorräte. Ja, machen wir das. Ich habe über ein Haus gehört. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. Schon gemein, einfach so einen armen Bauern überfallen, ne? Said it was really freakish. Family local boogeyman, I guess. But they're crooked. Kinderschrecken, okay. Und Gauner, ja gut, so kriegen wir natürlich Appetit, ne? They're highway robbers, kidnappers apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly.
Just take a look. It's up north, on the other side of the river from Valentine. Ich würde mal gucken, ob wir nicht zuerst mal unsere Waffe reinigen sollen. Das wäre jetzt nicht verkehrt. Ist ja wieder typisch, ne? Wir nehmen eine Quest an und dann fällt uns ein, ja, die Waffe könnten wir noch reinigen. Das war Dutchs Zelt, dann wird das hier wohl unseres sein, ne? So, nee, wir wollen hier eigentlich ja nicht untersuchen. Auch keine Fotografie. Wir wollen im Prinzip, wollen wir, Inventar, Tasche. So, und unsere Waffen. Oder müssen wir das am Pferd machen? Komisch. Vorräte. Schaufgabe. Gegenstände. Nee. Das ist Angel und so was. Ich glaube, die Klamotten sind alle auf unserem Blitzki drauf. Kann das sein? Steige aufs Pferd, ja. Blitzki. Da könnte, oder? Da ist er. Ja. Da ist der Blitzki. Okay. Gut, dann gehen wir den Hof überfallen. Mir ist das jetzt gerade auch ein bisschen. Ist der schon vor? Folge Javier. Ja, Javier. Da ist er. Okay. So, aber wir unsere. Ja, Moment! Ist das Stopp? So, wo ist denn der Javier? Da ist er. Und entschuldige, dass wir so lahm sind hier. So, und schon wieder haben wir vergessen, uns die Sporen... Was geht da mit der Tippel Lady? Ach, die hat Wachdienst. Okay, und schon sind wir an der Ruine, oder was? Nee. Stunden, a few minutes later... Okay. Aber Javier ist eigentlich so mein Lieblingskollege. Kann das sein? Ja, das zu Fuß ist schon mal cool, weil das garantiert den Pferden ein längeres Leben. Machen wir. Ja, 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 ich auch. Ich bin auch so ein Mensch, der will alles geplant haben. Nee, ist klar, ne? Ist ja einfach eine andere Konkurrenzbande, ne? Scheint aber mit den Old Riskels nichts zu tun zu haben. Big place, right? Ja, nö. You got your binoculars? Nimm das Fernglas in die Hand, dann geht's weide. Okay. Ah, super, guck mal. Ah, wir haben sogar. Ja, jetzt mal überlegen. Ich bin mir auch nicht sicher. Frage ist wie. Ja, komm, Javier, du hast immer die besten Ideen. Ich fand die erste gute Idee schon, dass gut, dass wir es ohne Pferde machen, sondern zu Fuß. Weil, wie gesagt, so, ich hoffe, die dummen Tiere bleiben auch, wo sie sind. Ja, eben, außerdem bieten die ja gute Deckung. So, wir schleichen uns auch mal ran. Hey, hey, stay with me, Arthur. Ja, wir werden es versuchen, aber okay, wir möchten natürlich... Hey, keep it down. I hear voices. Ja, naja, heißt es wieder, wir müssen beim Javier bleiben. Javier, beim Jorge. So. Gut, dass der sich da in der Deckung anpasst.
Wo ist denn der kleine Schuppen? Ah, da. Da ist der kleine Schuppen. Bleib dicht bei Javier. Ja, klar. Ich versuche es, ja. Geht der jetzt von selber drüber? Nee. Okay. So, und? Aufwühlen. Tu dich nicht aufwühlen, Paps. Deckungswechsel. Alter. So. Wir wollen ja eigentlich lieber... Nee, komm, die haben sich bewährt. You understand what they're saying? Not much of it. Nee. What are we doing, Javier? Okay. Take cover by the rock over there. Wo denn? I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Bei welchen Felsen denn, ihr Deppen? Ach da. Nee, das sind ja keine Felsen. Scheiße. Jetzt sag nicht, das sind unsere da. Nee, sind Gott sei Dank nicht unsere. Ach so. Oh Mann. Da sind wir bei den Felsen, oder? Nee. Hinter welchem Felsen denn, du doof? Ach, hinter dem. Okay. Ja. Haben wir? Oder ist das jetzt der falsche? Alter, das wäre ja wieder typisch. Nee, Javier ist am Häuschen. Ja. So, was müssen wir jetzt machen? Ah, er macht was. Guck mal. Geil, der hat Feuer gelegt, ne? What's a hickory happen here? So. Bin fort, was? Gewehr, glaube ich. Na? So. Komm raus da. Ah, Repetiergewehr. Scheiße, ich muss mich hier mal... Wo sind wir denn? Ah, da. So, wir brauchen echt diese blöde Flinte. So, wo ist er denn? Da. Weg ist er. Na? Jetzt haben wir noch hier.
ist. Oh, eine Dame. Das ist... Ich weiß es nicht, ob das jetzt so ehrenhaft war, aber irgendwie... Ja, plündern. So. Erstmal hier plündern. Na? Pilze? Nee, das wollen wir nicht. Ja, Double Action Revolver. Plündern. Auf jeden Fall erstmal alle mal plündern hier. Da. Traf. Revolver Munition plündern. Fremde Person, RB. Wo, wie, wat? Nehmen, klar, Hunger. Brotkanten, ja. Was haben wir hier noch? Hier mal alles plündern, ne? Wofür sind wir denn hier? Na? Silberbesteck oder was? Ja, die Scheune können wir gleich noch hin. So, immerhin. Dreimal Salbei. Ja, halt mal die Klappe da. Javier, mach mal nicht so einen Stress hier. Nehmen. Dosenmais, ja klar. Nehmen. Pflanzenfresserköder. Nee, du. Da können wir auch ablegen, ne? Paff, sorry. Hätten wir uns Bettchen legen können, aber, so, dann. Hier war die Scheune. Paff. Okay, plündern. Natürlich. Aber wir sollten mal gucken. Ich meine, ja, starker Magen, bitter hin oder her. Was? Ah, hier ist die Leiter. Okay, dann können wir ja zunächst mal hier mal gucken, was uns hier alles... Taschenuhr oder was? Ne. Klettenwurzel. Ja, kann man natürlich... Ne, den wollen wir auch nicht aufheben. Striegel oder was? Oder sagen das unsere Tierchen? Ich muss den Blitzki striegeln, Alter. Also schieben, ja, machen wir. Wenn der hier schon steht, der Javier, ne, dann hat er wie ein Schnüffelhund das Versteck erkannt. Ja, guck mal da. Ja, die Kriegskasse, ne? Super. Ja. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah. You take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Oh wei, hoffentlich hat uns keiner gesehen. Also der kriegt doch meistens Stress, ne? Ist halt jetzt die Frage. Also wir waren hier noch nicht drinnen. Und da möchte ich natürlich auch mal gerne einen Blick hineinwerfen. Kann ja auch sein, dass hier noch... Schrank durchsuchen, ja klar, Alter. Normal. Da, Cracker haben wir. Hier haben wir nichts, ne? Ne. Hier ist ja noch ein Schrank. Da wären wir doch schön blöd, ja. Alles mal rein hier. Nehmen, ja klar. Hä? Achso. Kannst von diesem Gegenstand keine weiteren tragen. Was haben wir hier? Zigarettenbilder. Okay, Bild 3. Karte untersuchen, ja. Karte und weglegen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wieso können wir diese Map nicht nehmen? Weil wir erstmal um den Stuhl rumkriechen müssen, oder was? Nehmen. Kentucky Bourbon, ja klar.
Wieso kann man den nicht nehmen? Oder ist das wieder ein anderer Pferdename, Alter? Die haben ihren Pferden nur so Saufnamen gegeben. So, was geht denn hier noch? Da ist keine weiteren. Und auch keine Zigarettenbilder. Menno. So, jetzt aber schnell zum Blitzki. Ich glaube, wir haben mal alles so durchgeplündert, was wir brauchen. So, jetzt haben wir mehr Energy. So, und wir lassen uns jetzt mal den Blitzki hier, wo ist er? Wie war die Ansage? Wir bleiben, dir ist jetzt kalt, Alter. Oh, 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 oh. Scheiße. Komm mal her, Blitzki. Haben wir nicht in der Satteltasche noch, ja, Waffen-Pferde-Inventar. So, haben wir hier nicht noch Winterklamotten? Moment, Ausrüstung. Leguan, Halstuch. Nee, Kamera. Alter, wir haben doch hier Materialien, Zutaten, Arzneien. Ja, scheiße. Wo sind denn die Klamotten? Pferd. Wir haben doch Satteltaschen. Warte mal, Blitzki. Nee. Ja, komm, Alter, bevor wir hier erfrieren. Das haben wir ja nur gar nicht bedacht, ne? Nicht, dass unser Pferdchen jetzt hier... Ja, Entschuldigung. So, Karte. Wir wollen zurück zu unserem Kaff, ne? Schetralala. So, da ist... Alter, wie weit sind wir geritten? Das ist ja echt weit. Das ist ja richtig weit. Window Rock, Wineyard, oh weia. The long ride home, ne? Ja. Ja, scheiße. Gut. Aber hilft nichts, ne? So. Ja, ob ich dann der Arsch nicht abfriert. Wenn nicht, müssen wir Lagerfeuer machen. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Dass wir jetzt hier Energy verlieren. Also wie ich uns kenne, bleibt die Energy, aber wir reiten hier straight ahead an dem Schatz vorbei. Aber wie gesagt, ich vermute ja immer noch, das ist Valentine-Umgebung. Jetzt haben wir natürlich das andere, also Roads schließen wir wie gesagt aus. Einfach auch, guck mal, wenn man jetzt hier die Landschaft guckt, da sind ja gar keine... Ah, was haben wir hier? Noch sind wir ja auch im richtigen... gut, aber hier haben wir keine Kirche. Ne? Ich sag gerade, also wir reiten gerade hier voll den Berg runter und ich sag, hier haben wir keine Berge, Alter. Das ist natürlich wieder... Freudscher Fehler hier. So. Blitzki, geht's gut oder was? Oder wie? Ja. So. Und hier werden wir ja nochmal einen Blick zurückwerfen. Ja. Aber auch hier keine nadelförmigen Emporkömmlinge, wo der Schatz gebunkert ist. Ja, hier auch nicht. Ich denke, irgendwann reiten wir einfach wie die Blöden zufällig dran vorbei. Und dann, oh. Oh, oh. Ja, komm, jetzt hier erstmal Pferdepflege. Blitzki. Hat er Angst? Was ist los mit ihm? Erstmal Sattel abnehmen, das ist mir egal. So, und dann tun wir ihn mal schön striegeln. Ja, leg mal hier. Ablegen. Bums. So, jetzt wird erstmal das Tierchen versorgt, ne? So, Blitzki. Füttern. Alles klar. Wir haben doch die guten Kekse. Die leckeren Haferplätzchen. So, dann wird er mal eine Runde gestriegelt. 10-mal muss reichen. 4. 5, 6, 7, 8, 9,
10. So, und jetzt noch streicheln, ne? Würde ich mal sagen. So. That's my boy. Good boy. So, und jetzt hier aufheben. Und wieder aufsatteln. Wäre jetzt mein Vorschlag. Aufsatteln. Yeah. Easy boy. So, und vielleicht sollte man nicht ganz so krass durch die Kälte heizen. Guck mal, die haben beide kalt jetzt, ne? So, dann einmal hier rum. Ja, wir sollten mal vorsichtig sein, dass der hier nicht ins Flussbett kracht, ne? Das ist ja schon ein... Und dann haben wir uns noch vom Gitarrenriff erschreckt. Erschrocken. Erschreckt. Oder wie heißt das? So, okay. Judele. Hier durch den Fluss durch, ne? Ja, besser hier an der Stelle, weil... Oh, oh. Ja, wir sollten den Blitzki echt nicht zu sehr... wenn wir hier schon beide mit der Kälte am Kämpfen sind. Galoppel, Galoppel. Alles klar. Ja, sorry. Yes, hier sind wir richtig. Da ist noch Wildbrett, was wir mal wieder nicht jagen werden. Was ist das für ein Dörfli? Aha, guck mal da. Das ist Kirchlein. Und da sind wir in Wellenthein. Im schönen Wellenthein. Ne, was soll man denn jetzt auch mit dem temporären Pferd, wenn wir mit Blitzki unterwegs sind? Ne? Also. So, in Wellenthein sind wir schon mal angelangt. Dann ist ja hier immer noch die Sache. Sieht nicht cool aus hier. Also von der Felsformation her, ne? Jetzt müssen wir natürlich beim Fels gucken. Dürfen wir natürlich jetzt hier nicht irgendwen wieder über den Haufen reiten. Weil das, nee, komm. Rückweg vor the Wind. Pigs, Sheep, Goats. Finden wir ja alles toll, aber lassen wir auch gerne frei und in der Natur leben. So. Ja, jetzt ist die Frage, wir könnten natürlich nach Rhodes fahren. Ja, ich würde sagen, wir trappeln. Ach scheiße, das geht auch nicht. Ja gut, dann hier rum halt. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. So, alles klärchen. Wo sind die Dinger irgendwie nicht? Ich guck ja gerade schon wieder, ne? Im Schatzsuchfieber, aber das sieht mir jetzt nicht so. Da ist die Kirche. Ja. Okay. Bleiben wir mal auf unserem Kurs hier, ne? Ja. Würde das Beste sein. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so kalt, ne? Holen wir uns auch keinen Pips und das Pferdchen auch nicht. Nichts gelingt uns. Ich frage mich auch hier mit dem Stichwort Dinosaurierknochen, Alter. Ja, wie findest du die? Ne? Da muss ja schon drüber fliegen. Oder irgendwie sagen, ja hier... Knochenfund, ne? Ja. Das sieht natürlich hier wie die coolste Ausgrabungsstätte aus, aber ja. Keine Ahnung.
Ich glaube, hier haben wir die Tante auch getroffen. Kann das sein? Egal. Ja, das war der eine Überfall zu viel, weil irgendwie war es ja ein Horseshow-Overlook ganz cool und chillig. Aber so lernen wir natürlich auch mal die anderen Ortschaften kennen. Ja. Und wir reiten jetzt hier wieder im Rhythm of the... Wenn ihr irgendwas seht, was wie Bären aus... Ja, ich glaube, hier war sowieso ein bisschen großzügiger die Flora, ne? Also, wenn ihr irgendwelche Bären seht... Ja, ist ja jetzt kein Livestream. Hier, da. Das sieht doch ein bisschen... Komm, wir gehen jetzt einfach mal gucken. Hier, unsere Blümchen-Pflücker-Skills lassen uns leider wieder mal im Stich. Ne. Doof. Da ist nichts, da ist nichts. Oder kriegen wir das Kompendium hier nicht angezeigt? Ne. Sieht ein bisschen wie so Dünenlandschaft in den Niederlanden an der Nordseeküste aus. Ja. Seeland oder im Norden. Ja. Aber es bringt uns jetzt auch nicht weiter. Haben wir jetzt die Knarre gezogen? Ne, haben wir nicht. Gut, Gott sei Dank. Weil wir sind ja Pazifisten, ne? Der hat ja jetzt die Knarre doch gezogen. Alter. Soll er doch nicht. Oh, was denn? Helfen, wo? Wie, was? Wo bist du? Ah, hier. To say thanks, I guess you done me a service. Ja, also das kann man da nicht auf uns sitzen lassen. Okay. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. It ain't stealing if it's already stolen. Ja. Wer hat es denn dann gestohlen? Und wo kriegen wir die denn auf? Wo ist sie denn, die Box? Na? Er ist weg. Der gute Willibald oder was? It ain't stolen, tralala. Ja, super. Wo ist denn die Box? Nee, will ich nicht. Das ist ein Old Riskel, Alter. Ja, dann. Ne? Nee, wollen wir auch nicht. Aber wo ist... Ah, jetzt kapiere ich's. Okay, da. Nein! Da, die haben wir auch nochmal hier schön... So. Ja, aber die Kohle nehmen wir natürlich, oder? Bohnen. Ja, vor allem jetzt hier, keine Repetiergewehrmunition. Ja, toll. Wie, das hat jetzt kein Geld gegeben. Das ist ja nur doof. So, was können wir denn mit den Tierchen machen? Blitzki steht hier wieder brav. So, und wir nehmen natürlich jetzt erstmal Fersengeld. Ruf auf Blitzki. Und bevor ihr irgendeiner ein Verbrechen meldet, Alter, verpissen wir uns jetzt mal schön. Ich glaube, also stiften gehen ist gar nicht mal so zu unterschätzen in dem Spiel. So.
Dumm, die dumm, die dumm. Das ist auch eins der wenigen Male, wo wir jetzt hier mal keinen Stress kriegen. So von wegen Verbrechen gemeldet. Zeuge, dies, das. Sieht für uns gut aus. Ich glaube, das war der alte Weg nach Horseshoe-Overlook. Kommt mir fast so vor. Ach, wehmütige Zeiten. Na gut, wir haben das Spiel jetzt fast ein Jahr. Wir haben die Story jetzt vielleicht zu einem Viertel durchgespielt. Das heißt, die meiste Zeit waren wir in Horseshoe Overlook mit unserer kleinen Bande. Und ja, kann man fast sentimental werden. Immer schön am Wasser gelegen, auf jeden Fall. Was haben wir hier für einen? Der tut uns nichts. Gut. Oh, ich glaube, Blitzki wird zu viel. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wie wir das mit den Sporen hier handeln, weil wir wollen ja keine, ne? Ja. Asi. Oder Blitzki braucht einen längeren Sattel, dann so mit Ledergurten drum, so Chaps, oder wie das heißt. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, warum das Striegeln aufblinkt. Also wenn 10-mal Striegeln nicht reicht und sich unser Pferdchen so flott einsaut, dann weiß ich es auch nicht. So. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Batzen Geld, ne? Ja, Dame. Deins ist aber auch nicht schlecht. Guck mal hier, Apfelschimmel. Nee, nee, kein Rennen. Das ist scheiße. Ne, Caligula Hall. Schönen Tag noch. Nee, da scheißt unser Blitzki drauf. Nee, machen wir nicht. Wollen wir nicht. Ist mir egal, ob du mich jetzt Feigling nennst. Also das finde ich dann auch fürs Pferd doof. Naja, das Pferd tot. Haben wir gewonnen, weißt du? Und ja, toll, Blitzki voll am Kollabieren oder so, ne? Nee. Wenn ich eins an dem Spiel voll abfeier, ist, dass du eigentlich keinen Zeitdruck hast, ne? Also es gibt mehreres, was ich abfeier. Jetzt von der opulenten Grafik mal abgesehen. Wunderbare Story. Man ist direkt in der Western-Atmosphäre drin. Ja, es ist nicht ganz so hektisch, so actiongeladen, aber es ist auch nicht langweilig. Also wie gesagt, ne? Klar, für euch zum Gucken vielleicht schon, aber ich fand das jetzt hier eine Mission. Blitzki holen, mal eben einen Überfall machen. Guck mal, hier sind wir am Clemens Point. Und das sieht ja jetzt eigentlich so aus, da die ja... oder haben wir jetzt hier noch was zum Spenden? Also ich glaube, da das jetzt hier... so klamm ist mit dem, die haben ja immer Futter zu wenig. Wir können jetzt zwar in die Kasse spenden, aber ich denke, das ist jetzt, da kommen wir einfach nicht weit mit, ne? So, Tierchen striegeln, jo, das machen wir. Sorry, Blitzki. Erstmal absatteln. Jo, Blitzki. I feel I made a bit of a fool of myself. Wie Silberdollar. Ach so. We've all done it. And you saved my life again. Well, maybe one day you'll save mine. Or my soul. Yeah, I'd like that. Ist ja nicht meiner, der Silberdollar. Aber hier. Das ist der Domino. Und wo ist mein Blitzki? Da hinten, ne? I stole this from one of those awful men. Ach, da ist der Silberdollar. Oh, das ist ja lieb. Komm, annehmen, klar, Digga. Thank you, but you were blind drunk. I was drunk, but I never forget my manners. Be well, Mr. Morgan. Ja, aber doof, dass er so viel trinkt. Also, guck mal, und die Trulla hat immer noch Dienst, oder? Es ist halt schon wieder, ne? Wir waren so lang unterwegs. So, Blitzki, striegeln.
get you looking nice. Ja. Richtig nice. Ober nice. Er ist immer noch mein Lieblingstierchen, der Blitzki. Also mit dem haben wir schon so viel erlebt in der Storyline. So, und jetzt noch eine Runde streicheln. Boy. So, und jetzt checken wir mal die Sache mit den Sporen hier ab, ne? Würde ich sagen. Komm, Junge, ich weiß, dass man im Camp nicht läuft, aber ist es manchmal. So, da ist unser Zelt. Ist natürlich jetzt nicht das Tolle da vorne, sondern hier die Barackenplane da hinten. So, dann guck mal hier, die Klamotten hängen wieder wie Kraut und Rüben rum. So, was haben wir jetzt hier? Hosenträger, Beinschützer, Sporen, ich will keine Sporen, keine Sporen, ja genau, keine Sporen, das ist super, keine Gerden und keine Westernschlangen, so, keine Sporen, yeah, zurück, haben wir nicht, super, Masken, was hat er denn, eine Stoffmaske, keine große Maske, das ist eine Stoffmaske. Was haben wir noch? Halstücher. Halstuch? Kein Halstuch. Halstuch? Kein Halstuch. Haben wir hier überhaupt... wir müssen mal auf Pferd speichern. Ne? Ach, der Waffenkoffer. So. Double Action, Kettleman. Abgesägte Flinte. Ja, der Double Action. Rolling Block Gewehr. Ach, das ist alles beim auf dem Pferd gelagert. Ja. So, die Frage ist, wie können wir unsere Waffen reinigen? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Ja. So, gut, aber wir sind ja noch beim Umziehen. So, Outfits würde ich sorgen. Ja, irgendwie. Ach, der hat der kennt. Guck mal, er kriegt langsam wieder Bart hier. Ne? Revolver hält Winter. Wie sieht denn der Grizzly? Ja, komm hier. Da es ja ein bisschen kälter ist, ne? So. Ach so, wie für warmes Wetter auf deinem Pferd. Nein, wir wollen. Outfit. So, was können wir machen? Revolver hält Sommer. Aufs Pferd lagern. Ja, machen wir aufs Pferd lagern. So, Sommer eingelagert. Nuevo Paraiso. Ja, eigentlich ist schon... Grizzlies, Schläger. Schläger ist auch cool. Grobian, was haben wir noch? Rebell ist natürlich auch sehr schön. The Rebel Yell, Unschuld, Verfolger. Aber wir haben coole Dinger, ne? Kann das sein? Aber mir gefällt der Hut vorher besser. Vielleicht sollten wir uns auch jetzt mal eins aussuchen. Also Arthurs Glücksspielerhut. Der Pirscher Hut ist auch nicht schlecht. Glücksspiel, Beaver Big Valley. Der gefällt uns. Den haben wir. So, dann haben wir Mäntel, Westen. Ebenholz, Naturbursch. Die gefällt mir. So, Oberteile. Hey, französisches Anzughemd. Dann Mäntel. Ich würde mal sagen, erstmal, was haben wir hier den? Oh, der ist auch schön, ne? Jagdjacke. Das ist cool. Den brauchen wir nicht. Revolverheldenjacke. Nee, ich würde sagen, wir nehmen die Jagdjacke oder den Staubmantel. Ja. Den.
So, jetzt haben wir eigentlich schon eine Hose. Was haben wir hier an Hosen? Arbeitshose, gekrempelte Stadthose, Ranchhose. Jeans. Die Jeans sind cool. Blaue. Blue Jeans. Ja. So, wir wollen aber irgendwie... nee, nicht die Revolver-Heldenjacke. Wir wollten ja eigentlich die Jagdjacke. So. So, die Jagdjacke haben wir jetzt eigentlich auch ausgewählt. So. Umziehen. Können wir das... Nee. Mäntel. Wir gehen mal bei Jagdjacke und Outfit speichern. RS, oder? Hä? RB, RT, RS. Ja, ja, gespeichertes Outfit. Ja. So, lassen wir's. Gefällt mir auch ganz gut. Richtig schnittig. So, Sporen haben wir erledigt. Kieran, was willst du mit Kieran? Was ist mit dir? I'm not no Driscoll, sir. Sure. How are the horses? Okay. I mean, well, but they could be better. I'm worried. They've been through a lot. If I had some burdock root, just a couple, I could knock up a poultice, could keep them well and cure some ailments. Burdock root? Yes, yes, haben wir doch. That works best. Okay. If I see some, I'll bring it you. Ja, haben wir well, doch. Thank you, sir. So, jetzt haben wir mal die Frage, wie viel bringe Kieran den angefragten Gegenstand? Ja. Okay, zurück. Klettenwurzel. So, können wir hier mal gucken. Tasche. Zutaten. Ja, Klettenwurzel. Ah, du trägst 3 von 10 bei dir. Wir müssen 10 haben. Ja, super. Kriegen wir denn jetzt die Klettenwurzel? Ich denke mal nur auf unseren Streifzügen. Was haben wir hier wieder zu untersuchen? Nee, gar nicht. Oh, hey Arthur. What you want, Micah? Nothing. I'm just being civil, my brother. Ja. Hello there. You really are a very charming man, aren't you? Voll. Alter, naja, bevor wir uns hier mit Micah anzicken, würde ich sagen, gehen wir eine Runde pennen. So, und entweder gehen wir noch Blümchen pflücken in der nächsten Folge oder wir nehmen die nächste Dutch-Mission in Angriff. Eigentlich haben wir ja hier ein ganz cooles Lägerchen, ne? So, rasieren wollen wir auch nicht. Ich würde mal sagen, haben wir hier nicht speichern gehabt. Setzen, untersuchen, tralala. Ach, genau, was ich noch machen wollte, ist ein Foto. Wo haben wir es denn? Gegenstände? Nö. Fernglas, Angel. Wir hätten eine Runde angeln können. Tasche. Wo haben wir denn hier unseren schönen Fotoapparat? Hier. So, benutzen. Genau. Selbstporträt. Können wir ranzoomen? Ja, können wir. Ja, das sieht cool aus. Gesichtsausdruck. Pose. Ja, das ist mal richtig geil. So, und wir wollen ja, fotografieren. RT. Yes. Fotos ansehen. Y. Der Social Club. Ja, Clemens Point. Feini. Juti. Feed, ne? Wählen.
Ja. Wo ist denn unser keine Ahnung, verlassen. So, okay, wir gehen auch mal rüber zurück. Foto haben wir auch gemacht. Guck mal, die kleine süße Handkamera. Kamera wegpacken. Ist ja fast hier so Polaroid, ne? Für ihn. Gut. Und irgendwie haben wir doch das schnuckligere Camp. So, schlafen würde ich sagen, ja. Ne? Abend. Morgen. Komm, wir lassen ihn direkt 18 Stunden durchpennen. Weil, ja, schöner Folgenabschluss. Ich hoffe, der saved jetzt, ne? Kleines Banjo-Spiel zum Abschied. So. Spiel, speichern. Ist die Frage, ob wir jetzt... Ne, wir sind bei 29,8, Alter. Ja. Überschreiben. Ah. Ja. Wollen wir. Gut, also in der Hauptquest sind wir noch nicht weiter, aber ja. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal als Arthur Morgan. Macht's gut. Tschüssi.